Hallo Leute, ich sitze hier gerade in einem sogenannten Stauflugzeug, ungefähr 300 Meter über der Erde. Ich bin mit Robert unterwegs. Robert, sag mal hallo. Ja, hallo. Wir fliegen gerade über Süddeutschland und beobachten von hier oben die Autobahn. Guck mal, zum Beispiel da unten entsteht gerade ein richtig langer Stau. Vorletzt. Und warum wir das machen und wie so ein Stau überhaupt entsteht, das seht ihr heute in der Sendung. Heute geht es nämlich um Autobahnen. Autobahnen kennt ihr, oder? Das sind große Schnellstraßen mit mehreren Fahrspuren. In Deutschland gibt es davon rund 120 Stück. Würde man die alle aneinander hängen, könnte man darauf von Hamburg bis nach Shanghai in China fahren. Auf Autobahnen sind die Hinweisschilder blau. Jede Autobahn hat eine Nummer. A9 zum Beispiel oder auch A99. Das A steht dabei für, na klar, Autobahn. Die A7 ist die längste Autobahn in Deutschland. Sie führt einmal durchs ganze Land und ist fast 1000 Kilometer lang. Auf keiner Straße darf man so schnell fahren wie auf Autobahnen. Meistens fahren die Leute 130 km/h. Das ist die Richtgeschwindigkeit. Autobahnen sind auch ein wichtiger Transportweg. Jeden Tag transportieren hunderttausende Lkw Waren durch ganz Deutschland. Ich check heute, wie eine Autobahn entsteht, guck mir den Stau aus luftiger Höhe an und darf ihn sogar live im Radio melden. Und ich fahre in einem Lkw, der von alleine bremsen kann. Also, alle angeschnallt? Dann kommt hier der Autobahncheck. Und jetzt die Checkerfragen. Wie kommt der Asphalt auf die Autobahn? Wie entsteht ein Stau? Und was ist Platooning? Das check ich für euch. Los geht's auf einer Autobahnbaustelle. Auf die kann ich aber nicht einfach so drauf fahren, sondern ich muss einen Schleichweg benutzen. Das darf ich, weil vor mir dieses rote Auto fährt. Wie cool! In dem sitzt Markus von der Autobahndirektion. Er erneuert mit seinem Team einen Abschnitt auf der A92 bei München. Die Baustelle ist 7 Kilometer lang. Oh, warte mal, ich sehe schon, hier fängt die Autobahn an, oder? Genau, hier haben wir jetzt schon die erste Asphaltschicht. Heißt, so eine Autobahn, auch wenn man es von oben natürlich nicht sehen kann, ist ganz schön dick, oder? Genau, das ist ein richtiges Sandwich. Das kann ich hier am besten mal an so einem Bohrkern zeigen, den ich hier mitgebracht habe. Da hat man mit einer großen Bohrmaschine ein Loch in eine Autobahn gebohrt. Aha. Also hier wäre Fahrbahnoberfläche. Genau, da war die Fahrbahnoberfläche. Und da sieht man, hier unten sind die Steine noch sehr groß. Das ist die sogenannte Tragschicht. Mhm. Die trägt die ganze Last. Mhm. Und dann hat man hier eine Binderschicht, die verbindet praktisch die Tragschicht mit der Deckschicht, deswegen Binderschicht. Ja. Und hier war auch mal die Fahrbahnoberkante. Okay. Diese Autobahn wurde früher schon mal erneuert. Deswegen hat sie obendrauf extra Asphaltschichten. Eine Autobahn muss viel aushalten. Pro Tag sind 5-mal so viele Fahrzeuge unterwegs wie auf einer Landstraße. Im Detail ist das Autobahn-Sandwich dann so aufgebaut. Die erste Schicht schützt die Fahrbahn vor Frost. Darüber kommen Schichten mit dickeren Steinen, die das Gewicht der Autos aushalten müssen. Deshalb heißen sie Tragschichten. Dann kommt eine Binderschicht und obendrauf eine feine Deckschicht, damit die Straße eben ist. Ganz schön aufwendig. Im Schnitt kostet 1 Kilometer neue Autobahn rund 10 Millionen Euro. Das ist eine Zahl mit 7 Nullen. Das ist Asphalt, wo ich drauf stehe. Genau, es ist Asphalt. Asphalt ist letztendlich ein Gemisch aus Kies mit einem Kleber dazu, dem Bitumen. Aha. Und dieses Bitumen sorgt dafür, dass die Kieselsteine aneinander kleben. Das sind quasi das, was ich hier erkenne, zum Beispiel, das sind die Kieselsteine, genau. Der Kies. Und das Schwarze, das, was so ein bisschen klebt, auch wenn man es so ein bisschen in die Finger nimmt. Ein bisschen gut sogar. Ja, klebt an meinen Finger. Das ist im Prinzip das Bitumen. Ich check jetzt, wozu die rund 30 Maschinen gut sind, die hier auf der Autobahnbaustelle im Einsatz sind. In meiner ersten Checkerfrage. Wie kommt der Asphalt auf die Autobahn? Was passiert jetzt hier gerade? Also hier kommt jetzt mit dem Sattel kommt frisches Mischgut. Mit dem Lkw hier? Genau. Das ist jetzt der Asphalt, der noch nicht eingebaut ist. Ah, okay. Also frischer Asphalt kommt jetzt da rein. Genau. Sind wir hier sicher? Hier sind wir sicher. Hier passiert absolut nichts. Aber es ist heiß, oder? Das hat zwischen 120 und 160 Grad. Wie im Backofen? Ja. Krass. Oh, gerade, es geht schon hoch. Guck mal, guck mal, guck mal. Das, was da so ein bisschen aussieht wie ein großer Klumpen Erde, das ist die heiße Asphaltmasse. Ein Lkw schüttet die in den sogenannten Beschicker.
Der heißt so, weil er das Mischgut in die Asphaltiermaschine schickt. Und die kippt den klebrigen Asphalt dann auf die Fahrbahn. Das stinkt so krass! Bah. Auf der Maschine ist es fast 50 Grad heiß, weil die heiße Luft vom Asphalt nach oben steigt. Wow. Hallo. Servus. Das ist ein Riesengerät hier, ey. Hier unten sieht man echt ganz gut, dass das Material, wenn es nicht so gepresst ist, eigentlich viele kleine Steine sind. Richtig, das sind lauter Steine. Die größten Steine sind so 3 cm groß. Ja. Und dann entsprechend kleinere Steine, damit man möglichst wenig Hohlräume dazwischen hat. Und dann kommt da hinten schon so relativ fertig als Fahrbahn raus. Genau, das ist noch sehr weich. Wenn du da jetzt durchlaufen würdest, würdest du genauso Spuren machen wie jetzt die Walze. Ja. Die Walzen verdichten den Asphalt. Das heißt, sie pressen ihn fest zusammen. Das Wasser auf der Walze kühlt die Eisenrolle ab und verhindert, dass der Asphalt an der Maschine festklebt. Damit die Autobahn gleichmäßig eben wird, walzen alle Walzen gleichzeitig. Nach etwa einem Tag ist der Asphalt dann abgekühlt und der Belag fest. Asphalt besteht aus Kies und einem Kleber namens Bitumen. Über Beschicker und Asphaltiermaschine kommt er auf die Fahrbahn. Gecheckt. Markus, vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. War richtig cool heute. Danke. Super. Hup, hup, mach mal Platz. Ich will überholen, Mann. Wie fährst denn du? Oh, Entschuldigung. Jetzt erstmal eine Frage an euch. Die linke Spur. Was ist eine Rettungsgasse? A. Der Fahrweg für Rettungskräfte in einem Stau. B. Ein Tunnel für Tiere unter der Autobahn. Oder C. Der Seitenstreifen auf der Autobahn. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Krass. Habt ihr gesehen, wie schnell der unterwegs war? In Deutschland darf man auf manchen Autobahnen theoretisch so schnell fahren, wie man will. Aber es wird empfohlen, nicht schneller als 130 km/h zu fahren. Und auf den meisten Strecken gibt's dann doch ein Tempolimit. Damit jeder weiß, wie schnell er fahren darf, stehen am Fahrbahnrand diese Schilder hier. Die Zahl in dem roten Kreis gibt die Geschwindigkeit vor. Das heißt, bei dem Schild darf man allerhöchstens 120 km/h fahren. Bei dem Schild hier sind, na, genau, maximal 80 km/h erlaubt. Und bei dem Schild hier ist die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben. Das heißt, ab da dürfen die Leute wieder Gas geben. Danke! Weiter geht's am Flughafen in Landshut. Hier treffe ich Robert und gucke mir die Autobahn von oben an. Robert ist nämlich Flugbeobachter und meldet regelmäßig Staus an Radiostationen. Hallöchen! Ja, hallo, Tobi. Grüß dich, Robert. Servus. Servus. Ist da unser Flieger drin? Da stehen die Flieger drin. Unter anderem auch der unsere, ja? Machen wir auf, oder? Dann häng dich einmal rein jetzt da. Ja. Der Hangar ist wie eine Garage für mehrere Flugzeuge. Und guck mal, die Scheibe dreht sich. Wie ein Karussell. Unsere Maschine. Super. Was machst du denn eigentlich so als Flugbeobachter? Ja, wir gehen mit dem Flieger raus und wenn wir einen Stau erkannt haben, dann geben wir den nach unten an die Radiostationen durch. Du kannst auch mal, wenn du möchtest, eine Verkehrsmeldung absetzen. Ich bin mir sicher, dass wir einen Stau finden heute. Und ich darf dann live im Radio sprechen und alle können es hören? Das können alle hören, selbstverständlich. Davor dekoriere ich den Flieger noch ein bisschen um. Das ist Bernd, unser Pilot. Bevor es losgeht, kontrolliert er das Flugzeug. An Bord wird es gleich ziemlich laut. Deshalb unterhalten wir uns per Funk. Also, kann losgehen. War flugbereit. Alpha Alpha, der Wind aus Ost mit 2 Knoten. Delta Alpha Alpha. Boah, krass, wir heben schon ab. Ja, sind wir in der Luft. Wir sind in der Luft. Mega cool. Vom Flugplatz zur Autobahn ist es nicht weit. Sobald wir da sind, stelle ich Robert meine zweite Checkerfrage. Wie entsteht ein Stau? Sag mal, Robert, was kannst du jetzt da unten gerade schon beobachten? Wenn man jetzt hier nach rechts unten auf die A99 schaut, dann sind das hier die ersten größeren Behinderungen aufgrund der Baustelle. Guck mal,
Robert hat einen großen Baustellenstau entdeckt. Staus entstehen häufig, wenn eine oder mehrere Fahrspuren blockiert sind. Wir stellen das mal im Kreis dar, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Die Baustelle blockiert jetzt einen Fahrstreifen. Die Autos müssen abbremsen und auf andere Fahrspuren ausweichen. Dadurch werden alle langsamer und es entsteht ein Stau. Oft sind Baustellen und Unfälle schuld am Stau. Aber warum entstehen Staus oft ganz ohne Hindernis, scheinbar aus dem Nix? Darüber rätseln die Stauforscher immer noch. Eine Theorie ist, wenn besonders viele Autos unterwegs sind, kommt es zu mehr Spurwechseln und die Autos müssen dabei häufiger abbremsen. Wenn das zu viele gleichzeitig machen, entsteht ein Stau. Oder eine schöne Landschaft lenkt ab und dadurch werden die Autos langsamer. Staus entstehen häufig, wenn zu viele Autos auf der Autobahn fahren oder Fahrspuren wegen Baustellen oder Unfällen blockiert sind. Gecheckt. Was ist denn eigentlich, wenn ein Unfall passiert, dahinter entsteht ein Stau, weil keiner vorbeikommt? Wie kommen denn dann eigentlich Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr, wie kommen die denn zur Unfallstelle? Ja, am schnellsten geht es über diese sogenannte Rettungsgasse, die normalerweise jeder Autofahrer dann einnehmen sollte, wenn er selbst in den Stau gerät. Wenn auf der Autobahn richtig viel los ist, wie jetzt zum Beispiel gerade auf der hier, dann kommt es leider immer wieder auch zu Unfällen. Achtung! An der Unfallstelle hier kommt jetzt keiner mehr vorbei. Und es bildet sich sofort ein richtig langer Stau. Das Problem ist nur, wie sollen jetzt Rettungskräfte, also Krankenwagen, Polizei, auch Feuerwehr, zum Unfallort kommen? Dafür gibt es die sogenannte Rettungsgasse. Alle Autos auf der linken Fahrspur fahren noch ein bisschen weiter nach links. Platz machen. Und alle Fahrzeuge auf den Spuren rechts davon fahren Richtung Seitenstreifen. Schneller, die Polizei muss durch. Jetzt hat sich hier eine Gasse gebildet. Das ist die Rettungsgasse. Und durch die können die Rettungskräfte super leicht zum Unfallort kommen. Auf der Rettungsgasse gilt übrigens striktes Fahrverbot für alle anderen Fahrzeuge. Leider kommt es immer mal wieder vor, dass Autofahrer die Gasse nutzen, einfach um schnell durch den Stau zu kommen. Das ist aber echt gefährlich, weil bei so einem Notfall jede Sekunde zählt. So, und ob sich unser Stau mittlerweile aufgelöst hat, gucken wir uns jetzt an. Zurück in den Flieger. In Deutschland gibt es etwa 1900 Staus pro Tag. Und einen davon beobachten wir gerade auf der A99. Guck mal, der Stau ist sogar noch länger geworden. Ja, Tobi, du hast es gesehen, wir hatten jetzt gerade hier den Baustellenstau unter unserer rechten Tragfläche. Das wird jetzt als Verkehrsmeldung aus dem Cockpit an die Radiostation abgesetzt. Das heißt also, wenn du möchtest, kannst du das jetzt einmal für mich übernehmen. Und das gebe ich jetzt gleich live ins Radio. Das kannst du da durchgeben. Ich gebe dir mein Headset und dann kannst du loslegen. Okay, alles klar. Oh Gott, wie aufregend. Also, München Nord, München Ost, 10, 11 Kilometer, Fahrt Richtung Nürnberg A99, okay. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt den Checker Tobi in der Leitung. Der sitzt gerade im Stauflieger hoch oben über der Autobahn und hat für euch da draußen die aktuellen Verkehrsmeldungen. Hier ist der Sebastian Winkler. Servus. Hallo, hallo, hier ist Checker Tobi. Ich bin im Stauflugzeug unterwegs und hätte eine Mitteilung zu machen. Gut, Tobi, danke. Hast du einen Stau entdeckt? Genau, also wir haben auf der A99 zwischen München Ost und München Nord einen Baustellenstau in einer Länge von etwa 10, 11 Kilometern. An Baustellenstau, ja, das wird wohl noch eine Weile dauern, oder? Genau so ist es. Also fahren Sie bitte vorsichtig und passen Sie gut auf. Wir hoffen, dass Sie weiterhin gut durchkommen. Nehmen Sie es nicht so schwer. Vielen Dank, Tobi. Danke, ciao. Das war Checker Tobi mit den aktuellen Verkehrsmeldungen und wir machen hier weiter mit Musik. Es hat geklappt. Super. Ja, oder? Ich habe eine Live-Radio-Meldung gegeben. Das haben alle gehört. Boah, war das aufregend. Unser Stau hat sich mittlerweile aufgelöst. Für uns geht's zurück zum Flughafen. Jetzt müssen wir aber eine steile Kurve fliegen, also halt die Piss. Wow. Alter! Ah,
Ciao. Fast der Boden unter den Füßen, wie angenehm. Ist ein gutes Gefühl wieder, gell? Ja, aber Robert, ey, es war richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. So, jetzt gebe ich aber mal richtig Gas. Mist, geht nicht. Schon wieder Stau. Dabei wartet Daniel an der Autobahnraststätte auf mich. Mit dem darf ich heute LKW fahren. Oh Mann, geht das hier alles langsam. Hallo Daniel. Servus Tommy. Entschuldige die Verspätung. Ist das unser LKW? Ja, mit dem LKW fahren wir jetzt gleich auf die Autobahn. Mega cool. Legen wir los. Ja, voll gern. Oh, krass, cool. Und schon sind wir auf der Autobahn. Sag mal, warum sind so viele LKW auf der Autobahn unterwegs? Naja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Waren, die transportiert werden müssen. Viele Waren werden ja heute auch mit dem Schiff oder mit dem Zug transportiert. Aber der LKW ist natürlich einfach sehr flexibel. Der kann einfach von einem Punkt genau zu dem anderen hinfahren, wo du es brauchst. Beim Schiff brauchst du immer einen Fluss. Ja. Und bei der Schiene brauchst du natürlich einfach Gleise. Jeden Tag fahren hunderttausende LKW auf Deutschlands Autobahn. Und meistens fahren sie auf der rechten Spur. Ich frag mal, wieso. Der LKW darf ja nicht schneller als 80 km pro Stunde fahren. Aha. Und auf der Autobahn gibt es natürlich ganz viele Autos, die viel, viel schneller fahren. Ja, logisch. Und in Deutschland ist es ja so vorgeschrieben, dass man als Langsamer immer rechts fährt. Und da wir auf der Autobahn als LKW einer der langsamsten sind, fahren die LKWs immer auf der rechten Spur. Und wenn die LKW dann in langen Schlangen hintereinander fahren, dann nennt man das Konvoi. Ey, aber Daniel, meinst du, ich kann mich auch mal ans Steuer setzen? Ja, auf der Autobahn nicht, weil da brauchst du natürlich einen Führerschein für. Aber auf der Teststrecke geht es. Da kannst du auch ohne Führerschein mal eine Runde fahren. Und da fahren wir jetzt hin. Das wäre so cool. Ich bin noch nie LKW gefahren. Wahnsinnig gern. Von der Autobahn geht's auf die Teststrecke. Hier werden neue LKW getestet, bevor sie auf die Autobahn dürfen. Und da darf ich endlich selbst fahren. Aber wie fährt man jetzt? Einfach hier in der Mitte rechts neben dir diesen Drehhebel auf D drehen. Okay. So, und dann musst du den Hebel hier hinten, das ist die Handbremse, noch lösen. Und jetzt kannst du losfahren. Dann mach ich das jetzt. Dann leg los. Ha! Haha! Ich fahre. Mega gut. Wo ist denn diese berühmte LKW-Hupe? Die brauche ich als allererstes. Dieses Ja, die LKW-Hupe gibt es nur in den amerikanischen Filmen. Die gibt es bei uns nicht. Ja, aber eine Hupe gibt es schon, oder? Ja, die ist auf dem linken Hebel. Da kannst du außen drauf drücken. Aber das ist so eine relativ normale Hupe. Das können wir aber machen. Wir machen ja Fernsehen hier. Achtung, jetzt amerikanische Hupe. Viel cooler. Und jetzt gebe ich wieder Gas. Guck mal, da vorne fährt noch ein LKW. Und mit dem kläre ich meine letzte Checker-Frage. Was ist Platooning? Wie du vielleicht schon gemerkt hast, sitzen wir nicht in ganz normalen LKW, sondern wir haben hier schon eine Art Zukunfts-LKW. Zukunfts-LKW? Ja, du hast ja auf der Autobahn gesehen, dass die LKWs immer hintereinander fahren. Im Konvoi. Genau, richtig. Ja. Und der LKW ist eben ein Zukunfts-LKW, weil er dieses Hintereinanderfahren im Konvoi von selber kann. Wie von selber? Ja, der LKW ist mit ganz, ganz speziellen Systemen ausgestattet, aha, mit ganz viel Elektronik. Und damit können die zwei LKWs sich unterhalten und dann können wir die miteinander verbinden. Und der LKW fährt einen gewissen Teil auf der Autobahn von selber. Nee. Doch. Und können wir das mit dem jetzt auch probieren? Das können wir gerne machen, wenn du auf die linke Taste bei On drauf drückst. Ich drück drauf. So, jetzt hast du dem Vorderen eine Nachricht geschickt, dass du sagst, du würdest mit dem gerne Platooning fahren. Ja. Und jetzt hat der Vordere gesagt, okay, ich mach mit und jetzt kannst du den Fuß vom Gas nehmen. Ich kann meinen Fuß jetzt wegnehmen, ne? Du kannst deinen Fuß jetzt vom Gas nehmen. Ey, das ist so verrückt, ich stehe nicht auf dem Gas, ne? Mein Fuß ist weg. Und jetzt bist du eingeklinkt. Fahren wir jetzt im Konvoi automatisch gesteuert? Genau, richtig. Und Gas geben und Bremsen kommt von dem LKW vor dir. Was ist denn aber, wenn der Vordermann echt mal eine richtige Vollbremsung hinlegen muss? Dann wird unser LKW vollautomatisch auch eine Vollbremsung hinlegen, ohne dass du den Fuß auf die Bremse nehmen musst. Das geht? Das geht. Können wir das auch schon ausprobieren? Ja, ich frage ihn mal. Und das, bist du sicher, dass es funktioniert? Ja, ich bin absolut sicher, dass es funktioniert. Okay, dann bitte. Peter, können wir auf der nächsten Geraden mal eine Vollbremsung machen? Na klar.
Oh, oh. Oh nein, da kommt die Gerade. Okay, Achtung, Bremsen. In 3, 2, 1, go. Wow, krass. Das war eine richtige Vollbremsung. Das war eine richtige Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so heftig wird. Aber wir haben ja sofort angehalten. Das war ja Wahnsinn. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie sofort zum Stehen kommt. Ja, und ohne dass du mit deinem Fuß aufs Pedal gegangen bist. Nichts habe ich gemacht. Nur das Lenkrad festgehalten. Krass, oder? Der Abstand der LKW bleibt gleich. Der hintere bremst sofort. Seine Sensoren reagieren in nur 0,04 Sekunden. Das ist schneller als ein Wimpernschlag. Was heißt denn das jetzt für die Zukunft, wenn das Modell, was wir hier gerade auf der Teststrecke ausprobieren, wirklich auf der Autobahn draußen funktioniert? Wenn wir jetzt weiterentwickeln, dann kann der LKW auch lenken, dann kann der Fahrer in der Zeit was anders machen, der kann Pause machen. Und der zweite Vorteil ist dadurch, dass die LKWs so eng hintereinander fahren, ja, dass wir im Windschatten fahren. Das kennst du vom Fahrradfahren. Logisch. Windschatten funktioniert so. Ich stelle mal eine Kerze ein Stück hinter diese Saftpackung. Und dann versuche ich sie auszupusten. Guckt, meine Puste strömt am Hindernis vorbei und ein Stück weiter hinten wieder zusammen. Und die Kerze geht aus. Jetzt schiebe ich die Kerze mal ganz nah an die Packung ran und puste nochmal. Achtung, diesmal geht die Kerze nicht aus. An den Pfeilen seht ihr, dass direkt hinter der Packung kein Wind ist. Man sagt dazu Windschatten. Und in dem fährt unser zweiter LKW und hat dadurch viel weniger Gegenwind. Und dadurch spart der hintere und der vordere Sprit. Und das ist natürlich auch noch ein großer Vorteil für unsere Umwelt, weil wir dann einfach unsere Umwelt wieder schonen. Super gut. Bis LKW aber komplett alleine fahren können, dauert sicher noch eine Weile. Ey, das war so cool. Vielen Dank, dass du mir das noch gezeigt hast. Ja, gerne. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mega doll. Jetzt hast du mal gesehen, wie man richtig LKW fährt. Und wie man in der Zukunft LKW fährt. Danke. Beim Platooning verbinden sich mehrere LKW. Der vordere gibt Gas und bremst, der hintere reagiert automatisch. Gecheckt. Und jetzt noch, Achtung. Entschuldigung. Die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist eine Rettungsgasse? A, der Fahrweg für Rettungskräfte in einem Stau? B, ein Tunnel für Tiere unter der Autobahn? Oder C, der Seitenstreifen auf der Autobahn? Na, habt ihr es vorhin gecheckt? Guckt mal. Das Problem ist nur, wie sollen jetzt Rettungskräfte, also Krankenwagen, Polizei, auch Feuerwehr, zum Unfallort kommen? Dafür gibt es die sogenannte Rettungsgasse. Also, richtig war Antwort A. Wenn auf der Autobahn ein Stau entsteht, müssen die Autos Platz machen. Alle Autos auf der linken Spur fahren nach links, die auf den Spuren rechts davon fahren Richtung Seitenstreifen. Die Gasse dazwischen ist die Rettungsgasse. So Leute. Das war's von der Autobahn. Ich drehe noch ein paar Runden. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.